Hallo und herzlich willkommen. Wir sind jetzt hier am Stand von ÖkoSolv, dem Partikelabscheiderhersteller, den wir bei unseren Holz- und Pelletkesseln mit einsetzen. Und neben mir ist für den Vertrieb zuständig der Bernd Weißhaar. Und er ist bereit und will uns einfach mal die Funktion von dem Gerät schnell erklären. Super, prima. Danke, herzlich willkommen bei uns am Stand. Wir sind hier beim ÖkoTube Insight, einen Abscheider für kleinere, mittlere Holzfeuerungsanlagen bis 100 kW. Und ein Elektroabscheider ist eigentlich kein Hexenwerk, ist relativ einfach. Man hat hier einen Isolator, man hat hier eine Elektrode. Diese Elektrode, die steht in der Mitte vom Schornstein oder von diesem Abscheider. Und hier laden wir diese Partikel um die Elektrode auf, also da geben wir bis zu 30.000 Volt drauf und die Partikel, die sammeln sich dann hier an der Kaminwandung. Und der Clou an unserem System, Michael, ist, dass wir hier mit der Bürste durchfahren können, ohne dass wir was ausbauen müssen. Das zeigen wir gleich. Also prinzipiell kann man aber sagen, so bringe ich das immer rüber, es funktioniert letztendlich wie das Lineal am Wollpullover, was ich nun elektrisch auflade und halte es mir an die Haare und die werden angezogen. Genau. So muss man sich das vorstellen. Die Staubpartikel kriegen elektrisch diese Ladung und setzen sich dann am Rauchrohr ab. Genau. Und jetzt ist natürlich schon auch immer wieder die Frage, wie oft muss ich ran zur Reinigung, wenn ich jetzt ein Holz vergase? Da sind wir ja ohnehin sauberer als ein Kamin, so von den Ablagerungen. Ja. Aber wie oft, was sind eure Erfahrungen, die man im Normalfall reicht es, wenn der Schornsteinfeger die zweimal, die er kommt, bei einer Biomassefeuerung kommt. Und hier dann eigentlich hat er eine großzügige Öffnung. Dann kann er hier diesen Deckel wegnehmen. Okay. Kann hier schon mal eine Kontrolle machen, hier den Staub, den er hier hat, in den Schornstein reinfegen. Und dann kommt er im nächsten Schritt hier mit der Bürste durch. Also stopp, ich muss nichts weiter demontieren. Es muss nichts auseinandergebaut werden. Er kommt jetzt mit der Bürste und... Genau, das bleibt alles so, wie es ist, eingebaut. Ja. Im eingebauten Zustand fährt er mit der Bürste hier durch und schiebt eigentlich mit der Bürste diese Elektrode auf die Seite. Und hier in dem Bereich habe ich eine Feder. Und diese Feder, die sorgt dafür, wenn ich hier mit der Bürste ein paar Mal durchfahre, dass nachher die Elektrode... Seht das hier? Sich wieder in die Mitte sehen. Zurückzentriert. Und das ist eigentlich der Clou. Darum haben die Schornsteinfeger hier auch Freude, weil sie nichts ausbauen müssen. Prinzipiell könnte man aber sagen, das wäre auch eine Sache, wenn jetzt ein Anlagenbetreiber ist, der sagt, oh, ich will das immer besonders gründlich haben. Selbst er könnte ja mit einer Reinigungsbürste, ist ja überhaupt keine Schwierigkeit, das Ganze zu reinigen. Kann er mit einer Reinigungsbürste durchfahren, da gibt es nichts großartig zu beachten. Wichtig ist, dass ich irgendwo einen Zugang habe mit einer Reinigungsöffnung. Dann jetzt weiß ich immer wieder, ich konnte noch nicht wirklich die Antwort drauf geben, aber du wirst mir gleich weiterhelfen, kommt die Frage, ja, wenn ich so einen Partikelabscheider mit Strom, mit Hochwald und allen möglichen, ich werde doch einen unwahrscheinlichen Stromverbrauch haben. Wo liegen wir denn hier, wenn das Gerät im Einsatz ist? Also das Gerät, grundsätzlich schaltet das mal ein über einen Temperaturfühler. Also ich habe hier einen Temperaturfühler, der schaut hier ein kleines Stück rein in diesen Abscheider, detektiert, dass warmes Abgas kommt und schaltet dann ein. Ansonsten... Also wir brauchen keine Ansteuerung weiter. Er kriegt Strom ganz normal, kriegt mit, es wird heiß und dann schaltet das Gerät zu und schaltet wieder ab, wenn das alles runtergebrannt ist. Genau. Okay. Und in dem Moment, wo er dann anschaltet, braucht das Gerät im Maximum 30 Watt. Also das ist eigentlich... 30 Watt, nicht 300, 30 Watt. Sehr wenig. Genau. Das ist wirklich... heutzutage mit LED eine sehr helle Glühbirne. Früher wäre das eine halbdunkle Glühbirne gewesen. Und da liegen wir im Stromverbrauch bei 2000 Betriebsstunden, liegen wir da irgendwo bei Stromkosten 25, 30 Euro. Das ist absolut überschaubar. Ja, sehe ich ganz genauso. Bernd, ich würde dich bitten, also das ist ja die Standardvariante, die es von euch gibt, wenn es fest verbaut im Edelstahlverbindungsstück drin ist. Wir bei uns, wir verwenden ganz gerne diesen... Ich nehme jetzt mal vor, ich bin mal so frei. Dieses Sattelstück kann man ja sagen. Also wir haben ein vorhandenes Rauchrohr, wo eine Öffnung reingebracht wird oder Edelstahlrohr. Und dann kann ich ganz variabel, wo es für mich gerade passend ist, das Gerät mit einsetzen. Ja, also hier kann ich an einem bestehenden Rauchrohr oder wenn ich schon ein vorbereitetes Rohr habe, haben wir eine Schablone mit dabei. Dann zeichne ich dieses Rauchrohr an, kann das dort raustrennen mit der Flex. Ja. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, über diese drei großen Rohrschellen, den dann um das bestehende Rauchrohr rumzuschneiden. Also für uns ist hier immer wichtig, wir sind ja in den meisten Fällen mit 150er Größen unterwegs beim Rauchrohr.
auch 130 haben wir, aber prinzipiell eure Palette, die geht dann von 130, 150, 180 bis 200, bis die gängigen 200. Querschnitte. Na schön. Prima. Ich sage vielen Dank für die Ausführung. Das ist jetzt technisch auch für mich gerade mit dem Stromverbrauch einiges hinzugekommen. Für die Leute auch wichtig, ihr habt gesehen, wenn wir einen Partikelentscheider einsetzen, es wird nicht eine kontinuierliche Putzaufgabe zweimal im Jahr, was man auch selber mit erledigen kann. Das ist nicht kompliziert. Und das auch noch, die Abscheiderate von dem, was wir an Feinstaubausstoß haben, bringt ihr dann nochmal um? Bis zu 95% runter. Wow, Wahnsinn. Also, dass wir mit unseren Heizgeräten sagen können, wir liegen unter 2,5 Milligramm pro Kubik, Herr Habeck. So. Das war's. Viele Grüße von der IFA. Ciao miteinander. Danke für euren Besuch.